Weil wenn wir Game Over gehen, ist das ja nichts Schlimmes. Das zählt ja, wie wenn wir jetzt dort, oder Moment mal, oder war es ein Ex anders? Nee, es war ein Ex nicht anders. Weil wir haben ja auch nur zwei Midpoints eigentlich, im Normalfall. So, und wir kommen zum ersten Endboss dieses Levels. Nun, wer mag das wohl sein? Ich habe keine Ahnung. Gut, also Channel-Show habe ich jetzt mal gemacht. Ein bisschen über diese anderen Channels, die ich in meiner Liste habe, gesprochen. Wenn irgendjemand sich jetzt hat, wenn ich jemand vergessen habe oder irgendjemand jetzt sagen will, oh, du hast mir hier zu erwähnen, als ob ich schlecht wäre oder so, sag doch nur, dann werde ich das berichtigen. Keine Sorge. Ich stehe dazu. Weil die Channels, die ich in meiner Liste habe, die habe ich auch nicht ohne Grund in meiner Liste. Das sind gute Channels. Und ich will hier keinen Channel irgendwie schlecht machen, gell? Also nur gleich vorweg. Oh, du warst übrigens, das ist der, ja, ihr wisst schon, der Colonel. Und der Colonel ist einfacher denn je. Ja, guck mal, zack. Also, der Colonel ist wirklich einfach. Ihr macht euch echt der, ja. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal treffen. Ihr solltet halt gucken, er sollte euch halt deswegen nicht treffen, weil er ein bisschen Schaden macht trotzdem. Also, wenn er euch trifft, macht er Schaden, das ist so. Oh, jetzt hört's aber auf, Colonel, hier. Jetzt geh ich aber in die Mitte, ja. Und von der Attacke braucht ihr gar keine Angst haben, die ist so harmlos. Die könnt ihr so einfach dodgen, ne? Aber, naja, ihr habt ja gesehen, wenn ihr gesehen habt, wie ich den Colonel platt gemacht habe, dann wisst ihr ja, wie man am besten gegen ihn vorgeht. Und das war's für dich, Colonel. Oder? Ne, er lebt noch einmal. Aber jetzt ist er um. Impressive. But it's too late. What? The Repliforce already left for space. I'm beaten. But the Repliforce will never perish. The Reploid's nation will be born in the vastness of space. Colonel! Jo. Nochmal so ein letzter epischer Abgang, bevor er explodiert. Und damit, ja, safe. Okay, und yes, wir speichern nochmal. Wir sind jetzt in der vorletzten Stage. Ja, es gibt noch zwei Stages. Und jetzt sagt er, ich gehe nach ihnen. Und der Double sagt, oh nein, 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 geh nicht, das ist zu gefährlich. Ich sag's gleich, ich werde diese Cutscene auch überspringen. Ich werde jede Cutscene überspringen. Nicht, weil ich euch jetzt ärgern will, sondern, aha, ich weiß. Ne? Ach nee, kommt. Ich bin nett. Ich lasse euch laufen. Ach, bin ich nicht nett. Nein, nein, ich brauche. Nein, nein. Dies Hammer, dies dahin. Aber jetzt lass, ich halt mal den Mund. Roger, Roger. What a freak, freak. Oh, ruckelt's gerade ein bisschen. Hey, Double, what's the matter? Der sieht so krank aus. Aber das Blut verstehe ich nicht so ganz. Was soll das Blut da? Nothing to worry about. No further transmissions unless necessary to carry out the operation. Understood. I'm breaking contact. And now X will be my next target. Krass, oder? Also das, ich finde, das ist eine richtig krasse Cutscene. Also, das ist eine richtig krasse. Jetzt wisst ihr auch, was in der Double steckt, ja? Jetzt wisst ihr mal, was in der Double steckt. Ja, ich bin gleich soweit. Moment, ich lauf gleich los. Nein, also jetzt wisst ihr mal wirklich, was hinter Double steckt. Double ist so eine richtig miese Verrätersau. Wie ihr seht. Und wir sind hier übrigens jetzt in der Space Colony, in der, ja, ich glaube, hieß das jetzt, nee, warte mal, es war Erasure, die Space Colony. Wir sind jetzt hier in der Repliforce Space Station, sage ich jetzt mal. So, jetzt passt alles. Wo ist mein Controller? Hey, wo habe ich meinen Controller hin? Jetzt ab, so. Also, Abmarsch. Es ist jetzt hier ein ziemlich einfacher Weg, also ihr müsst hier echt nicht viel machen. Einfach nur gucken, dass ihr nicht zu arg erwischt werdet. Die Sache hat sich schon gegessen, ne? Oh, ich habe ein bisschen Schaden gekriegt. Scheiß drauf. Und jetzt geht es los. Gegen wen kämpfen wir denn? Nun, wir kämpfen gegen...
Ach, hallo Double, du kleiner Fettsack. Nein, ihr habt's ja gesehen und er will uns killen. Double, what are you here? Hihi, hahaha, the Merry Hunters, Rapper for Idiots. Und er sagt erst, think it over in heaven, die X. Okay, er sagt's erst, nachdem er... Ja. You're gonna get hurt, X. Wow, was für ein Spruch. Also es ist ein ganz nerviger Gegner. Es ist ein sehr nerviger Gegner, Double. Aber er ist machbar. Er ist machbar, wenn ich mal treffen würde. Und dadurch, dass wir jetzt hier natürlich diese ganzen Headparts und alles haben. Wow. Hör auf, Double, mit einem Scheißdreck da. Wow, mein Gott. Also Double ist ein bisschen nervig. Ich sage, ich warne euch gleich vor, er ist sehr nervig. Hero Rush. Keine Ahnung, was er da sagt. Destroy. Okay, Destroy verstehe ich ja noch, aber... Seht ihr? Und... Ah, oh, Double. Jetzt reizt mir Double. Jetzt bist du hey. Double. Damn. How could I lose to a weakling like you? Double, tell me. Why did you do this? You're so naive. I was sent as a spy. Ja, und jetzt seht ihr es. Also, er wurde als, Dings da... als Spion geschickt. Um Ex auszuspionieren. Jetzt so. Mies, oder? Und damit haben wir Nummer 1 geschafft. Und jetzt geht es weiter. In die zweite Hälfte der vorletzten Stage. Die Final Weapon übrigens heißt. Und die Großen hier, lasst euch mal denn nicht verarschen. Einfach boben und erledigt. Also und ja. Lassen wir uns mal überraschen, was noch so auf uns zukommt. Es gibt hier zwei Wege. Ihr könnt unten rumgehen, ihr könnt oben rumgehen. Ich gehe bevorzugt oben rum, weil ich bin es gewohnt. Ihr müsst nicht oben rum, weil diese Stacheln sind Instant Death gleich vorweg. Aber mein Gott. Ach komm, jetzt machst du hier X. Ah ja. Nein, also wie gesagt, wenn mir X4 fertig ist, dann... Ah, ich bin so blöd. Egal, ich jump halt rein. Was ich jetzt sagen wollte, also die Sache ist... Oh nee, das ist mir zu gefährlich. Oh, jetzt hatte ich getroffen, aber... Oh, X, nein, spring doch nicht rein. Aber gut, ihr habt es jetzt mal gesehen. Und jetzt gehen wir mal unten rum, dass ihr das auch gesehen habt. Ich mag es so unten rum auch nicht so... Aber es ist teilweise machbarer. Es ist halt auch nicht leicht, weil hier habt ihr halt jede Menge Viecher, die euch halt von der Kante schuppen können, gell? Und auch ein paar miese Sprünge. Wenn ihr da nicht das Lag-Part hättet, dann seid ihr so tot. Kann ich euch gleich vorweg sagen. Und den hier. Ne. Dreh dich mal rum und ballert ihn mal weg hier. Hallo? Also, ihr braucht das Teil nicht, aber irgendwie lasse ich mich hier gerade erledigen. In der Erstrüstung. Aber eigentlich kein Problem, weil ich zeige euch mal was. Ah, ne, klappt nicht. Das ist ein anderer Trick. Achso, wir können die abballern. Gut. Okay, passt. Wir können hier fliegen. Okay. Dann passt das ja. Gut, ich nehme jetzt doch die Rüstung. Wenn es denn sein muss. Mein Gott. Aber es ist echt, obwohl ich weiß gar nicht mehr. Moment mal, das ist schon ein bisschen her, dass ich die jetzt benutzt habe. Achso, da ist tot. Okay. Also ihr seht jetzt, warum ich lieber oben rumgehe. Ja, einfach, es ist einfach ein bisschen leichter, finde ich auch. Nee, es ist schon schwerer durch die Instant-Death-Stacheln, aber ich mag die ich finde die Stelle besser zu machen einfach. Ich töte dich mit Web-Spider nicht. Oh, rüber hier, X, komm. Das schaffen wir. Wechsel mal die Waffe, X. Komm schon. Baller. Mein Gott, also X, manchmal bist du echt komisch drauf. Warte, dann sage ich ihm noch, ja, X, jetzt beeil dich mal, oder? Oh nee, ich habe Zeit, wenn du sagst, beeil dich. Ich glaube, X braucht mal wieder einen Kurs. Egal, wir sind jetzt heute beim Endboss. Jo, wir sind beim Endboss. Der Final Weapon Stage. Und es ist kein anderer. Warning. Als der General himself. Hey General, warum machst du deinen Stuhl kaputt? General, what are you planning to do? Und so weiter. Und ja, der General... Show me your true power. Ich glaube, der General ist auch jemand, der wollte eigentlich nicht kämpfen, aber das Problem ist halt, sie wurden halt als Mavericks bezeichnet. Deswegen hatten sie ja keine andere Wahl. Aber verständlich. Man muss zustimmen, es ist wirklich keine andere Wahl sozusagen. Und der General ist als Ex-Ultra einfach. Als Zero ist ein bisschen schwieriger, muss ich zugeben. Aber als Ex, mein Gott, ist er auf jeden Fall machbar. Weil hier seht ihr es, wir können von der Weite schießen, wir bleiben einfach hier stehen und ballern mit Buster drauf. Machen ihm sogar gut Schaden die ganze Zeit, also... Einfacher könnt ihr es euch echt nicht machen, hey. Einfacher könnt ihr es euch echt nicht machen. Seine Schwäche ist zwar Twin Slasher, aber hey,
Warum soll ich mir jetzt den Stress mit Twin Slasher machen, wenn ich auch einfach so ihn schon fast perfekt auf 8 oder so gebracht habe von seinem Leben, oder? Gell, General? Oh ja, wow. Nicht auf mir ballern. Und die Sache ist durch. Und damit ist der General besiegt und wir haben ihn perfektet. Nicht schlecht. Und damit explodiert der General. Und es fehlt nur noch eine Stage. Da sind wir durch. Und hier, jetzt wackelt alles gleich. Jo. Was passiert? Er hat eine Riesenwaffe. Und jetzt will X sich drum kümmern. Und wer wird wohl hinter dieser Waffe stecken? Wir wissen es alle nicht. Und ihr seht auch, Double ist nicht mehr da natürlich, weil wir vernichtet haben. Hahaha, du bist weg, Double. So, das wäre jetzt eure letzte Chance, wenn ihr was noch nicht geholt habt, es zu holen. Ich empfehle es euch, alles zu holen. Warum? Ihr werdet sehen. Aber jetzt kommt erstmal etwas, was mir eigentlich in jedem Mega Man immer wieder aufs Neue extrem Spaß macht. Egal ob die X-Reihe, egal ob die normale Reihe, es ist egal. Es kommt jetzt das Spaßigste überhaupt. Boss Refights, genau. Ja, es gibt auch noch Boss Refights. Und wir fangen an. Mit, ja, Web Iris fangen wir an. Also, die Schwäche ist eigentlich Twin Slasher, aber ich benutze sie nie. Ich weiß nicht, Web Spider macht mir irgendwie mehr Spaß mit Buster. Und finde ich auch ein bisschen einfacher. Und da ist er schon. Und vorwärts. Jo, also ich muss echt sagen, also, boah. Ich weiß nicht, am Anfang habe ich X4 gar nicht so gemocht in der X-Reihe, aber dann habe ich es mal so richtig intensiv gespielt. Ich muss echt sagen, das ist eines meiner Lieblings-X-Spiele. Echt, ich liebe dieses X-Spiel. X5 ist geil, aber ich weiß nicht, X4 finde ich genauso geil irgendwie. Weil X4 halt, ist halt so. X4 hat halt auf jeden Fall eine interessante Story, nicht dieses blöde Story-mäßige, entweder muss man lebt jetzt Zero oder nicht und überhaupt. Und zum anderen ist halt wenn ich da überlege, also was bei mir sehr wichtig ist in dem Spiel, ist der Soundtrack und der ist hier wirklich grandios. Also ich finde den hammerst genial, ganz ehrlich. Auch wenn das jetzt in meiner Ausdrucksweise ist, mit hammerst genial und so, aber mein Gott, es ist einfach genial. Der Soundtrack ist geil, die Bosse sind cool, die Waffen, die man kriegt, sind hammer toll. Ich setze zwar nie ein, oder selten, ne? Aber sie sind gut und Web Spider ist erledigt. Und ja, deswegen, also es ist, das Spiel ist einfach toll. Also man kann nicht mehr sagen, außer das Spiel ist super toll. Ja. Und X5, also nicht, versteht mich nicht falsch, ich liebe auch X5. Ich meine zum Beispiel gerade die Idee bei X5 mit dem, dass ich zwischen X und Zero, weil ich will, wechseln kann, das finde ich wiederum geiler an X5. Und auch der Soundtrack ist auch in X5 hammergut. Und Gameplay, also ich denke, die Spieler tun sich, die machen sich nichts vor gegenseitig. Die sind einfach beide, alles super. Und hier kommt Cyber Peacock. Und er hat die Schwäche Soul Body, wie ihr seht. Nicht wahr? Ja, Cyber Peacock, du hast die Schwäche Soul Body. Und Soul Body ist ziemlich einfach benutzt. Ihr haut einfach drauf, weicht ein bisschen aus, rast drauf und so weiter und so fort. Cyber Peacock sollte schnell hergehen. Und ja, ihr seht's, also wir haben ihn sogar zweimal erwischt. Wow. Manchmal schafft man es, manchmal nicht. Also, und auf jeden Fall, ihr seht's doch selber, Cyber Peacock kann sich nicht wehren, wenn wir das hier machen, Soul Buddy. Er kann sich nicht wehren, es geht nicht. Wir haben zwar Schaden gekriegt, weil ich reingerannt bin, aber mehr ist es nicht. Also, ihr seht's, Cyber Peacock down. Nicht ganz so interessant, wie als ich ihn mit dem Buster gebastelt habe, aber futsch ist futsch. Cyber Peacock ist besiegt und damit geht es weiter. Also, wir laden unser Leben auf und es geht weiter mit... hier, Storm Out. Naja, ne, ich sag's nochmal, wie sag ich immer? Storm Out. Ja, Storm Out. Ihr kennt ihn ja noch, aber wisst ihr was? Wir basteln ihn. Ja, ich weiß, es ist der Refight und überhaupt, aber ist mir doch egal. Wir basteln es. Storm Out. Es macht übel Spaß, Storm Out zu basteln. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht warum. Es macht übel Spaß einfach. Der Storm Out. Hier bist du. Boah, jetzt triffst du mich sogar noch, weil du mich überrennst. Oh, Menno. Okay, Gleichstand. Storm Out. Wir haben gleich viel Leben. Gleichstand. Wo ist er? Komm, greif an. Also Storm Out, es geht. Wenn ihr wisst, wie er geht, mein Gott, dann kriegt ihr ihn auch hin. Aber ihr müsst halt aufpassen, also weil Storm Out kann auch einfach mal auf euch drauf rasen und euch erwischen. Und das macht Schaden, die Attacke. Aber ich möchte jetzt einen interessanten Kampf machen, deswegen... Nicht wahr, Storm Out? Ja.
Also, weil ich sag so mit Laser, mein Gott, es ist. Ja, es ist halt einfach mit Laser. Aber ihr seht's auch hier wieder. Ja. Es geht. Also, Stormor, was machst du? Oh Gott, du machst die Tornados. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Erinnere mich ein bisschen an die Attacke von Sigma aus Mega Man X6. Wenn ich so überlege. Oh, und erledigt. Ja, unser Mega Man X6, das werden wir auch noch in Let's Play irgendwann. Da hat er eine Attacke und die ist so ein bisschen ähnlich wie bei Storm Owl. Ich weiß nicht warum. Sieht einfach ähnlich aus. Das ist halt bei Sigma natürlich brutaler. So, Leben erfüllen. Und es geht weiter. Wir brauchen diese Waffe. Weil jetzt kommt Magma Dragoon. Ja, also es ist auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge, haben sie es diesmal aufgebaut. Wenn ich das an Mega Man 2 zum Beispiel denke mit der Reihenfolge. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, Mega Man 2, was kam da von links nach rechts, von links oben nach rechts oben, durchgehend. Auch Heatman, Airman, Woodman kam. Er kam danach Bubbleman, Quickman, Crashman haben wir gehabt. Oh, er kam nach Crashman nochmal. Ah, ich sag's euch, Metalman und Flashman. Aber, naja, also die Reihenfolge hat einfach keinen Sinn gemacht. Aber, nein, nicht deine Attacke machen, wäre so gut. Übrigens, hier seht ihr es auch, Magma Dragoon mit seiner Schwäche. Wird ein Hin- und Hergespringe mehr nicht. Wir laden mal auf zum Spaß, einfach was Spaß macht. Und erwischt. Woohoo! Also, ja, auch Magma Dragoon hier wieder fällt ziemlich schnell, wenn ihr es richtig macht. Und zwar gerade mit der Schwäche, ich meine, hallo. Also, vorwärts. Max. Okay, und damit nochmal Leben auffüllen. Wir haben wieder voll. Und es geht weiter mit der nächsten Reihenfolge. Es kommt. Ich glaube, ich zeige euch mal mit Schwäche. Jet Stingray. Ich zeige ihn euch mal mit Schwäche. Weil er ist wirklich sehr einfach mit Schwäche. Zu einfach eigentlich schon. Es ist aber die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr Schaden kriegt, ironischerweise. Haha, ich bin Jet Stingray. Ich werde dich ärgern, Max. Ja. Also, das ist die Attacke von First Warriors übrigens. Nicht unbedingt großartig schwer. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Er schießt seinen Rochen und der Rochen rast halt. Ja gut, er ist ja auch ein Rochen. Und ihr seht's, also. Er ist ja einfach mit. Ihr könnt auch in der Mitte stehen bleiben, einfach nur First Warriors Attacke. Warte, ich versuch's ein bisschen interessanter zu machen. Nämlich auch ein bisschen an ihn ranspringen und so weiter. Aber mehr kann ich nicht machen. Nicht wahr? Und hoch. Wie sieht's aus? Willst du angreifen? Ja, mit deinen Rochen. Und er greift an. Oh, natürlich gerade da hört es auf. Okay, er greift nicht an. Dann machen wir es so. Dam, 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 dam. Wo ist Jet Stingrochen? Dam, dam, dam. Saugst doch auf viel Glück, du Husack. Ja, also ich weiß nicht warum, aber ich finde das so langweilig. Mein Gott, ich mache jetzt den Buster rein. Das macht mir Spaß. Also, vorwärts. Also ihr habt jetzt mal gesehen, wie er mit Schwäche funktioniert und ja, mehr ist er auch nicht. Wow, jetzt kommt er mit der Attacke. Jetzt seid ihr natürlich mit First Warriors ein bisschen besser natürlich dabei, wenn ihr die Attacke habt. Aber keine Grund zur Aufregung. Er ist sowieso erledigt und damit passt das. Hohoho, das passt. Hallo Mann, wir spielen auch schon mit 38 Minuten. Ja, also ich werde auf jeden Fall jetzt mal gucken. Gex ist jetzt noch ein offenes Projekt und... Mystic Quest habe ich ja auch noch laufen, stimmt ja. Sollte ich vielleicht auch mal weitermachen. Hm. Ja, irgendwann. Jetzt möchte ich erstmal das und Gags fertig kriegen. Dann machen wir Mystic Quest fertig. Und dann mal schauen, was kommt. Ich meine, ich habe schon so einen ganz bestimmten Mega Man Hack, habe ich schon im Kopf. Hehehe. Aber das, da lassen wir uns mal überraschen. Jetzt kommt erstmal Split Mushroom. Und ja, er ist schwer wie eh und je. Nicht wahr, Split Mushroom. Du bist schwer wie eh und je. Und zack. Und es geht. Also Split Mushroom. Ja. Ich werde ihn jetzt nicht bastern, weil das wird mich zu viel Leben kosten. Ich sag's gleich vorweg. Es wird mich viel zu viel Leben kosten. Aber das ist auch nicht schlimm. Dam, 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 dam. Wo ist er? Das ist der. Naja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was jetzt noch so kommt in der Zukunft. Ich muss jetzt halt mal gucken. Also mein Mikro ist auch ein bisschen scheiße eingestellt. Ich hoffe jetzt mal, es geht, weil so im Livestream, das war richtig scheiße eingestellt. Oh, da muss ich noch gucken, wie ich am besten Audio mit aufnehme. Also am besten aufnehmen, ohne dass mir der ganze Crew struggelt.